Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die mit einem wunderschön angemalten Skihüttenähnlichen Haus. Ne? Das sieht sehr, sehr gemütlich aus und das ist alles mitten in der Wüste. Ne? Da fühlt man sich doch gleich wie ein Gebirgsjäger. Junge, 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 so sieht es hier drin aus. Blitzen wir mal ganz schnell durch hier. Dani, alles schön gestrichen. Ne? Hat sie gemacht. Also quasi eine Edelschmiede ohne Ende. Gut, machen wir zu. Und ich habe auch schon eine Mine angelegt. Wir machen jetzt gute Biene zu bösem Spiel. Ich habe schon keine Stimme mehr. Wir sind schon eine Weile am Stream. Ich komme nicht runter. Also früher bin ich hier runter. Ach jetzt. Ich war mal da unten. Ich verspreche es euch. So, da unten geht es noch ganz weit rein. Es kann eine Weile dauern, bis man unten ist. Tatsächlich. So, hier ist der Schacht. Der war erfolglos. Und deswegen haben wir den hier gebaut. Und hier gibt es schön viel Eisen. Das wird alles noch schön erweitert. Und hoffe, dass ich bald auf Nitrat und Blei und Kohle stoße. Das wird schon alles. So, gehen wir wieder hoch. Wir machen heute noch eine schöne Quest. Es ist zwar 14.16 Uhr schon, aber das macht nichts. Es passt schon. So, hoch mit dir. Oh, die ist halt ein bisschen ungünstig gebaut. Macht nichts. Man ist ja nicht pausenlos drin. So, Klappe zu, Affe tot. Ich bin in dem Fall der Affe. So. Fahren wir rüber. Holen wir die Frau der Stunde ab. Ich muss auch noch was zu essen einpacken. Mich? Ja. Muss ich mal mein Inventar leer machen, ne? Genau. Essen, trinken, ab zum Händler, Quest abholen und dann sind wir schon durch. Ich war zwischenzeitlich Kohle holen, Nitrat holen. Nehme ich noch ein bisschen Munition mit. Mal gucken, was wir für eine Quest machen. So. Das müsste reichen. Ja. Essen, trinken mitnehmen. Zu die Tür. Dann sind wir schon fast abmarschbereit. Ich habe gar nichts mehr. Doch, ich habe Hot Dogs. Den Hotdog lasse ich jetzt mal hier, weil der eine lohnt sich für mich jetzt erstmal nicht. Was ist denn das hier eigentlich? Kürbiskuchen. Oh. Nur vom Feinsten. Ein paar Wässerchen nehmen wir mit. Ja. Die Drohne können wir wieder reinpacken. Können wir wieder mitnehmen. Die kann uns schön warnen, wenn es soweit ist. Die habe ich vorhin kurz weggemacht. Weil die manchmal schon ein bisschen nervt. Startup-Sequence activated. Jawohl, hast du recht. Sehr gut. Gute Nacht, Urmelchen. Gute Nacht. So, du bist noch drin, ne? Ja. Ich bin jetzt auch gerade am mir Futter holen. Jawohl. Da könnte ich auch noch mal was essen kurz, glaube ich. Ja. Ein Stück Kürbiskuchen. Mhm. Sehr schön. Und es ist ein bisschen leise, oder? Kann es sein? Wir hören gar nicht die Vöglein zwitschern richtig. Hm. So. Da fahren wir mit zwei Autos, oder? Ja, schon. Weil es einen Haufen zu looten gibt. Ist zwar schon noch ein bisschen was drin, aber das ist nicht weiter wild. Oh. Hast du mein Auto eigentlich noch mal repariert? Ich weiß nicht. Soll ich? Ja, das hat nur noch 59%, bitte. Jetzt hast du schon repariert, okay. Oder schon? Jetzt ist es auf 100, ja. So, wo ist denn der Händler hier hinten? So, zack, auf geht's. Vielleicht fahren wir denn zu unserem, wo wir schon immer hinfahren, oder zu dem anderen? Ja, ja, zu dem. Wir nehmen ja noch eine Quest an. Hey, um in Ruhe. Dann fahrt raus. Achso. Ja. Nicht, dass wir hier noch einen Auffahrunfall provozieren. Bitte nicht. Ich habe gerade repariert. So, sehr schön. Also Schießpulverproduktion läuft auf Hochtouren. Da werden gerade... Ich fahre das auch hier durch. Da werden gerade 16.000 Schießpulver produziert. Und dann geht es wieder los, ne? Mit Geschossspitzen und Patronenhülsen. Die haben wir aber, glaube ich, noch reichlich. Da hat man, glaube ich, von jedem noch knapp 3.000. Aber wie viele Meter bin ich denn jetzt gefahren?
Ja, vielleicht 200. Und ich habe nur noch 76%. Ich war doch eben noch auf 100. Ja. Ich weiß nicht, wo du überall hinbretterst. Warum ist das so bei mir? Ich weiß nicht. Vielleicht ist das Autofahren einfach nichts für dich. Weißt du, kann ja sein. Meinst du? Ja. Hier ist ja auch noch ein Loch. Hier können wir auch rein. So. Bitte nicht überfahren. Danke. Guten Tag. Hallo. Hätte man ja eigentlich gleich alles mitnehmen können zum Verkaufen. Na, ist egal. Naja, du halt wieder. Das ist typisch, ne? Ich wieder. Moin, Bob. Bob, du alte Säge. Stufe 3. Also wir haben vergraben, vergraben, abholen, vergraben, abholen. Hm. Wie viel Munition hast du dabei? Dann machen wir vergraben. Ja, ich habe schon genug dabei. Ja? Ja, ja. 382 Meter. Ich glaube, das machen wir. Los geht's. You'll do just fine. Ja, ja, ja. Feini, feini. Irgendwo da hinten. Siehst du das auch? Ja, können wir da lang fahren, ja. Ja, aber ich glaube, das ist... Das ist auf dieser Seite hier. Naja, da gibt es keinen Fluss oder sowas. Das ist nur so ein Fake-Fluss. Wegen der Brücke, dachtest du, oder? Ich bin doch über eine Brücke gefahren, erzähl mir doch nichts. Ja, da. Ich weiß nicht, warum das so ist. Keine Ahnung, warum die da eine Brücke hinbaut. Ich weiß es nicht. So, siehst du, da ist schon Kandidat Nummer 1. So, das wird wieder lustig, ey. Ist da vorne ein Freizeitpark? Sieht so lustig aus. Was? Nee, glaube ich nicht. So, wo sind wir denn jetzt hier? Hier so, okay. So, du bist bereit, mich mit deinem Leben zu verteidigen? Naja, jetzt übertreib mal nicht. So, dann geht's gleich ab hier. Ja, ja, genau. Das ist wirklich... Ich bin halt tatsächlich noch nicht ganz fit. So. Aber ich wollte es mir halt auch nicht nehmen lassen, heute hier ne, zu zocken. Ist ja richtig. Mit der Frau hinter dir, die wolltest du nicht. Nee, ich habe ja hinten habe ich keine Augen. Glaube ich. Also jetzt nicht so viele. Ich hätte gern welche tatsächlich. Oh, es geht. Was ist mit ihm los da hinten? Das nicht. Haben wir's? Ich habe ihn getroffen. Sehr gut. Dann geht gleich in Runde 2. Ich bin viel cooler wie du, was das Treffen angeht. Auf jeden Fall. Okay, nichts anderes behaupte ich. Ich habe auch ein ganz böses Gefühl. Der klopft gegen den Kaktus. Okay, mach das. Da hast du was zu tun. Der klopft gegen mein Auto. Ich glaube, du bist ein bisschen. Okay. Kommt noch einer angeturnt. Mr. Biker. So. Ja? Ich glaube, der ist wieder aufgestanden. Ne? Ach, hier hinten ist auch noch einer. Ja. Wie oft steht denn der noch auf? Naja, das ist Stehaufmännchen. Das geht gleich direkt weiter, ne? Aber jetzt kommt keiner. Das ging wahrscheinlich selbst dem Spiel zu schnell jetzt. Ja, und gesagt, jetzt ist mal gut, hä? Das ist gut, ja. Oh, tanken? Oh, halt jetzt, wo ich tanken muss. Oh. Die steht natürlich nochmal auf, die Eule. Hm. Hm. Hält sich in Grenzen. Ja. Hab's schon wieder gehört. Die wollen alle immer zu dem Kaktus, das ist ja witzig. Echt? Die stehen vielleicht auf spitzen Dinger. Oh, jetzt ist er weg, der Kaktus. Jetzt kommen auch die anderen alle, ne? Jetzt kommen sie alle zu mir.
Junge, Junge, Junge. Euch geht klar weiter. Moment. Müssen wir nur mal kurz hier durchladen. Und nächste Runde. Marie, bleib da. Hinter mir muss irgendwas sein. Ja, hinter mir auch. Der hat mein Auto kaputt machen wollen. Wollen, ne? Nicht machen. Wollen. Nicht machen wollen. Okay, jetzt cool, ey. I've got a bad feeling about this. Ich hab doch gerade einmal gebuddelt. Ja? Nein, steht doch mal auf. Was? Spinnt die? Na, genau, können wir nochmal aufstehen wollen hier. So, ich hätte sie gefunden. Es geht schon direkt weiter. Boah. Ja, schreit noch irgendwo einer rum. Echt? Oder? Nö. Okay. So, kannst du auch holen? Gesundheit. Greenie. Alles grün. Hinter dir, hinter dir. Er hat gerade eine Hand verloren. Ja, weil er gerade nach dir schlagen wollte. Und da hast du dir gedacht, schießt ihm mal die Hand ab. Dann schieß ich mal schnell auf die Hand, ja. Nicht schlecht. Master, we are not alone. Okay, die spawnen direkt vor meinem Gesicht, weißt du? Die spawnen direkt vor meinem Gesicht, ey. Ja, und direkt vor meinem Auto immer wieder. Ich glaube, mein Auto steht auf einem Spawnpunkt. Das kann sein. Du hast geholt oder nicht? Ich habe schon geholt. Warte, hier ist noch einer. So, okay. Abflug. Okay, du musst vorfahren. Ich weiß nicht, wo der hin war. Ist. Ja, ist da hinten. Immer der Nase nach. Ei, jetzt sehe ich es auch. Ja, da schaffen wir ja noch eine Buddelquest in dieser Folge. Wir sind erst 13 Minuten. Upala. Und jetzt guck dir den großen ja, Fluss an. Buddeln tust du, weil das... Ja. Einmal buddeln zum Mitnehmen, weißt du? Und nicht durchs Wasser fahren, wenn es geht. Ach ja, toll. Ich war auf dem richtigen Weg und hast du gesagt, schau hierher und dann bin ich zu dir gefahren. Ja, diesen kleinen Umweg, weißt du, den nehmen wir in Kauf. So, schau. Bist du mal dabei? Schön. Alles so entspannt bei ihm. Da ist der ganz... Aber so, pass mal auf, jetzt haben wir hier Tarnstiefel-Mod. Was für ein Tarnstiefel-Mod. Achso. Eine Wasserreinigungs-Mod. Ja. Vier-Taschen-Mod, Schatzsucher-Mod und Nachtsicht-Mod. Schatzsucher-Mod? Was heißt das? Diese KI-betriebene Kopfbedeckung-Mod stärkt die Lerngeschwindigkeit und verbessert die Fähigkeit des Nutzers, wertvolle Beute und vergrabene Schätze zu entdecken. Ja, dann nimm du das doch für dich, oder? Nee, ich will das nicht haben. Ich würde mir die Wasserreinigungs-Mod nehmen. Ach so, ja, dann nimm die für deine Dings da. Außer du willst etwas, weil so wichtig ist es welche nicht. Welche Wasserreinigungs-Mod ist denn das? Ist das so ein blaues Ding? So ein blaues, rundes? Ermöglicht den sicheren Konsum von trübem Wasser. Nee, die brauchst du nicht. Nee, die haben wir schon. So.
Nimm irgendwas anderes. Nachtsicht hätte ich noch. Nee, brauchen wir nie. Und Schatzsuche hast du noch nicht, oder? Nö, aber ihr müsst ja einen Helm einbauen, weißt du? Ja, du hast kein Plätzchen mehr im Helm, oder was? Gehe ich von aus, dass ich den nicht habe. Nö. Oder warte kein mal. Kein Platz mehr. Noch eine könnte ich noch, aber wenn du sie nicht brauchst. Wenn ich das Wasserreinigungsding nicht brauche, dann nehme ich die Schatzsuche für dich. Na, dann nimm die Schatzsuche. Weil Wasserreinigungsmods haben wir 2 Stück. Und die benutzen wir sowieso nie, also weil wir immer sauberes Trinkzeug haben, dank dir. Wenn du jetzt alleine spielen würdest, ja, und du kannst dir trübes Wasser trinken oder aus dem Fluss direkt. Ich kann es nicht nehmen. Wieso nicht? Ich kann es zwar anklicken, aber... Mal auf Abschließen. Ich kann unten. Nur... Nee, da gibt bei mir keinen. Nur auswählen und Auswahl aufheben. Abschließen, Button, Ding habe ich hier nicht. Hm. Probier mal. Ja, Fertigungszeitschriftpaket werden wir nehmen müssen. Probier's aber die noch Kiste mal. Noch. Ja. So, öffnen wir das mal. Ah ja, Speere. Ja, kann ich nicht. Geht nicht. Hm. Kann nur auswählen, aber dann passiert nichts. Das für ein Quatsch schon wieder. Warte, warte, warte. Stromflächenradius, okay. Schädelbrecher, Nahkampfschaden plus 50, Augenschmaus. Ja, ich konnte mir 2 Sachen auswählen. Okay. Ja, was wollen wir machen? Ja, warte, komm her. Ja. 2 Sachen und davon gibst du mir eine? Oh. Das ist gut. Schatzsucher-Mod. Jo. Hm. Nimm sie, weil du wirst Schätze suchen müssen. So, nimmst hast du schon ein? Nee, willst neu, du? Nein, du nimmst an wieder. Okay. Weil wie gesagt, du hast den Brumm, weißt du? Ja, dann machen wir nochmal vergraben. 444 Meter. Auf sie mit Gebrüll. Wieder da hinten. Dasselbe Loch. Nehmen wir die Abkürzung. Hier schön durchfeuern, weißt du? Schön durchs Gebiet hier. Erster. Ja, ist ja klar, wenn ich gegen die Wand fahre, dass du Erster bist. Das macht man aber nicht normalerweise. Nee. Aber ich will ja auch, dass du was zu tun hast. Genau, weil? Also ich wieder Reparaturkits herstellen darf. Ich weiß. Und tanken darfst du auch gleich bei mir. Reparieren und tanken. Und tanken. Boah, das sind ja gleich 2 Sachen auf einmal. Ja, und Schokolademillion. Auch noch. Also durchfeuern. Gut, pass auf. So, mache ich das bei mir auch noch. Schon sind wir doch alle wieder glücklich. So, pass auf. Jetzt geht's los hier. Ich pass uff. Wie ein Ossi so schön sagt. Ich passe schön uff jetzt. Noch ist nichts passiert. Geht gleich los. Jetzt. Grünling. Also ich brauche unbedingt ein Zielfernrohr auf dem Ding hier. Geh aus meinem Loch. Nein, treffe ich auch nicht. Hinter dir. Nein, egal. Was denn? Ja. Er hat einen Sack verloren. An dem Sack, komm. Da hinten kommt einer, aber der ist sehr langsam. Sehr, sehr langsam. Ja, den hast du im Griff. Ich hole noch seine Kumpels dazu. Ja, mach mal. Ja. Grün Auge, sei wachsam. Bleib liegen, alle bitte liegen bleiben. Da ist jemand in deinem Loch, glaube ich. Was? In meinem Loch? Hat keiner was zu suchen. Na, schaffe ich dich jetzt? Ja, ich werde mal die Schrotflinte auswählen. Das macht keinen Sinn hier. Okay. Dann ist noch einer. Naja, die kommen so langsam. Ja, nur.
Bis zum nächsten Bling, würde ich sagen. Doch, das hat gerade geblinkt? Nö. Nee, bei mir nicht. Jetzt hat's geblinkt. Jetzt. Wo ist er? Der glatten Arm verloren. Was ist das? Schauen wir mal. Ja, und weiter geht die wilde Fahrt. Du hast das alles im Griff hier. Da hinten ist ein Krabbler. Ja, von hier oben sieht man das echt gut. Na gut. Da komm noch. Ah nee, das ist deine Drohne. Entschuldigung, ich habe auf deine Drohne geschaut. Das kann die ab. Oh. Ihr kommt immer näher, hä? Hey, lass mein Auto in Ruhe. Wie oft kann man eigentlich nicht treffen, ne? Das weiß ich nicht. Aber von hier oben ist das ziemlich cool eigentlich. Jawohl. Deswegen stehe ich auch so gerne auf dem Auto, weil das ist hier oben hast du halt echt, du. Rülps mich nicht an. Okay. Weiter geht's. So, ich hätte es mal eingesackt. Okay. Da hinten ist ein gelbes Sackerl gerade rausgeflogen aus dem. Ich will die andere Knarre nehmen hier. Hinter dir. Siehst du das gelbe Sackerl? Jawohl, ich bin auf dem Weg. Okay. Dann warte ich, bis du fertig bist. Dann hole ich mir den ganzen Schmarrn auch nochmal. Dann kommen nämlich nochmal welche. Jawohl, ich bin bereit. Das ist ein kleines verrücktes Häschen. Okay. Mal so schnell können wir noch eine machen, oder? Und dann hören wir auf. Reicht es zeitlich noch? Hallo? Ach so, ich hatte mein Mikro aus, weil ich gehustet habe, siehst du? Ach so, und ich denke mir, nur dann redest du halt nicht mehr mit mir. Ist genau. Auch okay. Nee, wir können noch eine verbuddelte machen. Eine verbuddelte machen wir doch. Einmal Buddelspaß. Ne, einmal, ja genau. Das muss wahrscheinlich so sein. Wahrscheinlich, ja. Fertigungszeitschriftenpaket willst du, ne? Wenn du nichts anderes hast, ja. Ich kann immer zwei Sachen jetzt auswählen. Ich weiß auch nicht warum. Du also hast Fertigung, ja, du hast dann irgendwas aktiviert bei dir, ja. Dynamitstangen, Tagebuch des Jägers Band 5. Boah. Molotow-Cocktails oder Holz 500. Tagebuch des Jägers, warte mal. Ich nehme es einfach mal. Ja, wenn ich das schon hab, oder dann nimm du es. Dann verkaufst du es gleich wieder. Wahrscheinlich, ja. Warte. Gehst du hin? Ich bin da. Da. Und, warte. Und ich krieg immer noch Geld auch noch geschenkt. Wie machst denn du das? Was hast denn du für eine Mod drin, ne? Ich weiß, ich bin so cool, ja. Ich merke das schon. Pistole freigeschaltet, Qualität 3. Dann haben wir... Ihr Reifebücher, krank. So, ich habe übrigens eine... Habe ich das Mikro jetzt ausgemacht zum Husten oder habe ich es angemacht zum Husten? Du hast, ich höre dich. Alles gut. So, pass auf, okay. Jetzt gebe ich ihm das hier mal. Einmal geht noch, ja. Jetzt haben wir so lange rumgetan mit Malern und so. Jetzt müssen wir ein bisschen questen, müssen wir schon noch. Außerdem wollen wir ja irgendwann mal diesen Dings haben da zum ins Schneegebiet.
Waffenverknarre kann ich verkaufen, die brauche ich nie. Eine 3er Magnum. So ein richtiger Magnum. Okay. Ja, wahrscheinlich hat der Angst vor mir. Komm mal immer schon mit der Knarre rein, weißt du. Das kann sein. Ich auch denken, wow. Okay. Dreifach Taschen, der gebe ich alles, was sie will. Alles. So. Ich habe zwar nicht mehr viel Platz, aber na gut. Also ich bin noch komplett leer und Munition hast du noch ein bisschen, ne? Weil wir ich habe noch nicht mehr so viel. 159, aber das, ich habe ja eine Pistole auch noch. Achso. Aber dann ist wirklich Schicht im Schacht, gell? Dann habe ich für nichts mehr. Ja. Ich produziere dann, da hinten ist das, ne? Ich mach schon Platz hier, Bitteschön. Vollgas durch die Wüste. Ist das eine Bretterei hier? Aber mit der Retterding bin ich halt besser. Naja, die macht halt mehr Rums, ne? Gerade wohl das. Nee, es ist auch so, mit der, die hat diesen. Naja, ist halt eine M60, ne? Das ist schon das fetteste Teil, was du hier im Spiel kriegen kannst. Die hat so ein Visier drauf und mit der sehe ich total weit. Ja. So. Weil das siehst ja, dass du die Sachen, die Leute auf die Entfernung nicht triffst, ich aber schon. Ja, ich habe einen scheiß Visier also drauf. Entweder du bist doof, das auch. Kann natürlich auch sein. Das ist auch möglich, ja. Aber muss jetzt nicht der Grund sein. Jetzt kommt schon einer hier, ich bin noch nicht mal, hab noch nicht mal angefangen. Hallo. Genau. Wir haben noch nicht geputzelt, Freunde. So, ich muss mal eben gucken nach der Knarre, warte mal. Die hat 72 Schaden und meine hat. Ja, die hat ja deutlich mehr. Die hat doch nur 6 Schuss, 100 Schuss, die Minute. Naja, egal. So, wo sind wir denn? Hier. Ja, achso, du bist zu weit entfernt. Was? Ein paar Millimeter. Dankeschön. So. Ready? Set. Ready. Go. Das Geile ist, ich habe hier gleich einen Kaktus. Oh, direkt vor mir, du Depp. Habe ich mich mal direkt eben. Ey, der schmeißt mein Auto um. Hinter dir. Was bist du für. Ja, die Autos mögen sie nicht, habe ich das Gefühl. Nee. Hey. Ich habe das Gefühl, du machst das schon. Die war aber schon tot. Warte, ich muss mal eben die Kaktusse wegmachen. Mich hier die ganze Zeit schon hier verletzt. Es hat eigentlich Bling gemacht. Ach ja, da ist auch jemand. Es geht auch los. Servus. So. Alle weg. Hitzchen schnell weg. Okay. Ich habe auch ein schlechtes Gefühl, wenn ich das sehe. Du wolltest da abhauen, oder? Also mit ihm ja. Er vergnügt sich mit dem Kaktus. Und jetzt kommst du, ne? Jetzt, wo du fertig bist mit deinem Grünling. So. Eieieiei. Hinter dir ist ein Biker. Na, was die einstecken können, die Typen, das ist so krass. Jump, jump. Na. Lade nach. Alle liegen. Lade nach. Oh ja. Und weiter geht's. Oder? Nein. Das haben sie nicht gehört. Ich mach nochmal, warte. Ja, geht doch. Master, we are not alone.
Doch. Irgendwo schreit aber noch was. Danke. Oh, die Mosse ist sackgeil. Hab ich gemacht. Oh. Ich traue mich gar nicht tiefer zu buddeln. Jetzt geht's. Ja. Ja, das wäre aber. Oh, du läufst ja zickzack. Jetzt habe ich dir einen Po geschossen. Das kommt davon. Guck mal. Mit der Kanada kannst du überhaupt nicht zielen. Das ist halt ein bisschen doof. So. So, irgendwas war jetzt. Irgendeiner konnte die Quest nicht abschließen. Ich weiß. Oh. Ah, scheiße. Hab schon gesehen. Die Kakteen mögen die gar nicht, ne? Aber die laufen auch immer hin zu den Kakteen, komischerweise. Wollen die umarmen? So, da kommt noch ein kleiner an. Sag mal, Mutti. So, ich habe ein rotes Ausrufezeichen. Also ich kann sie mir nehmen. Aber du hast sie doch auch, oder? Ja, aber irgendwas konnte man nicht abschließen. Ich weiß aber nicht was. Ah ja, ich habe auch ein rotes. So. Oh, hier ist ja noch einer. Okay. Zwei Ladies waren das, ne? Ich sag's wohl. Das ist ein Sack oder ist das? Nee, das war eine Kaktusse. Na dann, Abmarsch. Tja, weiß ich jetzt auch nicht. Also ich habe es auf jeden Fall nehmen können. Ja, ja, ich habe es auch nehmen können, aber ich weiß nicht, welche. Ach, hier unten war eine. Warte mal. Hui. Stufe 2 vergrabene Vorräte. Ja, ja, hui. Was? Hui, hui, und dann ist der Bock im Arsch. Er fährt noch. Er fährt noch. Na, aber gerade so. So. Sei mal nicht so, ne? Nee, nee, ich bin so. Du hast gesagt, es ist überhaupt kein Problem, wenn du hast immer Reparaturkits, hast du zu mir gesagt. In unbegrenzter Zahl. Ich kann das bestimmt auch nachgucken. Das hast du nämlich, glaube ich, während einer Folge gesagt, oder? Ja. Ja. Und, das glaube ich nicht. Ich will mir das nicht so recht vorstellen. So. Sind wir schon. Mach mir hier lieber zu. Ab diesmal mach mal lieber zu. Schisser. So, das haben wir so, alles was habe ich denn? Also pass auf. Feuerbolzen für Armbrüste. Ne. Ein Recock trinkt da. High Power 44 Magnum Munition 50 Stück. Nee. Dietriche 10 Stück oder Shotgun Weekly. Dann mach mal Shotgun Weekly. Und was kann ich noch dazu machen? Ich weiß nicht. Ich krieg immer zwei Sachen. Finde ich ungerecht. Ich bin halt einfach viel cooler wie du. Das kann sein. Dietriche? Dietriche brauchst du doch immer, oder? Jo. Magnum hast du keine, ne? Doch, habe ich auch. Weil das ist High-Power-Munition. Okay. Magst du die? Jo, nehmen wir mit. Oh, du bist so furchtbar, ehrlich. Ja, kann man mitnehmen, muss man nicht, aber kann man. Ja. Lass also fallen. Du kriegst einmal die High Power. Ja. Einmal die Shotgun. Ja. Und wieder Geld. Kriege ich nämlich auch immer dazu. Ich mag Geld. Ich auch. So, ja, ja, haben wir nie genommen. Mundi kann man, glaube ich, nie genug haben, ne? Anzerbrechende Schuhe. Ich weiß ja nicht, wenn das High Power was das Besonderes Tolles ist. Ich weiß aber nicht, warum ich da jetzt ein rotes Ausrufezeichen habe. Nee, das war eine alte Quest, eine Stufe 2. Ich glaube, wir hätten die erst machen sollen, bevor wir jetzt dann weitergemacht hätten. Ach, na toll. Das waren alles Bücher für mich. Mehrere Rüstungsgegenstände wurden geschwächt. Keine Ahnung, was der damit will. Aha. Ja, ich muss mal reparieren hier dringend, ja. Ja. Ich? Wie schaue ich denn eigentlich aus? Wo schauen wir uns mal die Bumme bei an? Bei mir hier? Sind alle ungefähr bei der Hälfte.
Ich weiß nicht, ob die jetzt wirklich, die ist nicht besser wie die Desert, aber naja. Wer weiß. Na gut, ihr Lieben. Machen wir Schluss für die Folge. So. Wollen wir noch heim? Wollen wir noch heim? Und ihr hinterlasst bitte, wenn ihr Lust und Laune habt, ein Träumchen nach oben. Das wäre ein Träumchen. Genau, ich werde meine Stimme für heute etwas schonen. Ja. Morgen dann werden wir wahrscheinlich arg spielen, weil wir müssen, wie gesagt, die Bosse machen und genau. Für die Bosse bräuchten wir zumindest ein, zwei Dinos, die vielleicht stärker sind wie wir. Vielleicht, ja. Wäre auf jeden Fall gut. Okay, sag tschüss. Tschüss.